WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau. Leica Geosystems AG, St. Galler Kantonalbank und der St. Galler Stadtwerk. Aus 45 Studierendenteams von der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2019 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung von den talentiertesten Nachwuchskräften für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Das Praxisprojekt unter der Ägide der FHS-Dozentin Franziska Weiss hat für die Leica Geosystems die Voraussetzungen für einen Markteintritt in den USA abgeklärt. Die Studierenden haben potenzielle Kundengruppen durchleuchtet, gesetzliche Vorgaben abgeklärt und mögliche Strategien ausgeschafft. Also im ersten Schritt haben wir das erste Mal eingrenzen, wo fangen wir überhaupt an. Dann haben wir aus diesen 50 Staaten haben wir ausgewählt, basierend auf 13 Kriterien, wo wir mit Experteninterviews anfangen. Nachdem wir all die Daten zusammengekriegt haben, haben wir die analysiert, zusammengetragen und ein gesamtes Marketingkonzept für die Leica zusammengestellt. Für die Leica Geosystems sind weltweit 4'500 Mitarbeitende in 33 Ländern tätig. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Präzisionsmessinstrumente für Baubranche und Luftbildfotografie. Im US-Markt wird die Leica Geosystems jetzt auch mit einer Komplettlösung aus Ortungssystem, Software und weiteren Dienstleistungen Fuß fassen. Produktmässig ist es um zerstörungsfreie Produkte gegangen, also ohne dass ich zum Beispiel Wände öffnen muss. Den Zustand von dieser Wand kann untersuchen und die Sicherheit von Gebäuden sicherstellen, sei das Tunnel, sei das Brücken zum Beispiel. Für das Praxisprojekt haben sich 3 Studierende von der FHS mit 3 Studierenden von der Robert Morris University in Pittsburgh zusammengetan. Ihre Marktanalyse haben sie über 2 Kontinente durchführen. Es war natürlich sehr spannend und sehr grosse Ehre und ein Goodie für die ganze Projektarbeit, dass man mit den Studenten in der Schweiz Zeit verbringen und natürlich, dass man 10 Tage auf Pittsburgh reisen durfte, um den Projektabschluss zusammen zu fertigstellen. Außerdem hat es uns auch besonders gefreut, dass für die Schlusspräsentation auch der Themengeber vor Ort war. Die Praxisarbeit der Studierenden hat aufgezeigt, in welchem US-Bundesstaat ein Markteintritt besonders erfolgsversprechend ist. Gleichzeitig haben sie die 3 lohnendsten Kundengruppen herausgefiltert und eine konkrete Strategie können vorschlagen. So the strategy will be implemented together with the product introduction in the US market and we believe that the recommendations from students will bring us into a market leader position. Das ist sehr wichtig, weil es eben gerade Teil eines Projekts war, von einem internen, können wir das wirklich gerade unmittelbar umsetzen. Also wir haben die Aufgabenstellung auch schon entsprechend an die Studenten gestellt, dass wir das Resultat direkt weiterverwenden können. Durch das sind wir sehr glücklich mit dem Resultat, das wir bekommen haben, das extremst detailliert ist und sehr konkret. Für ihr Praxisprojekt haben die Studierenden über 70 Expertenumfragen in 16 US-Bundesstaaten durchgeführt. Dabei haben sie die Daten mit einer Gründlichkeit aufbereitet, die auch die Expertin überrascht hat. Ja, für mich das Faszinierendste an dem Projekt war, dass sie wirklich 3 typische Kunden beschrieben haben, bis ins Detail mit Merkmalen. Was haben die studiert? Sind die männlich, weiblich? Was haben sie für ein Lebensmotto in Bezug auf das Produkt, was die Leica in den amerikanischen Markt bringen will? Also es war sehr detailliert, habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Das Projektteam hat Resultate erarbeitet, die dem Auftraggeber einen deutlichen Nutzen bringen und sofort zur Anwendung kommen. Die Lösung haben sie kreativ und detailliert präsentiert. Die Studierenden wären darum nicht überrascht, wenn ihre Leistung beim WTT Young Leader Award honoriert werden würde. Also wir haben verdient zum Gewinnen, da wir sehr kreative Lösungsansätze in einer traditionellen Branche können liefern. Und wir konnten Leica 3 typische Kunden porträtieren, die zeigt vom ersten Kundenkontakt bis zum Verkauf, wie sie vorgehen müssen, um das Produkt erfolgreich zu verkaufen. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2019? Preisverleihung findet am nächsten Montag in der Tonhalle St. Gallen statt, mit der Zusammenfassung einen Tag später auf TVO. Der WTT Young Leader Award, präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau.
Bauwerk Parkett AG, Bühler AG und der Solenthaler Recycling AG.